Hier trampelten früher Mammuts das Gras nieder. Es war die Heimat berühmter Dinosaurier. Wie dem riesigen Brontosaurus. Und Triceratops, der durch seine gewaltigen Hörner und seinen gepanzerten Körper so gut wie unbesiegbar war. Alleine Tyrannosaurus Rex verbreitete noch mehr Furcht und Schrecken. T-Rex biss und schlug zu, tötete und siegte. In dieser Gegend wimmelte es nur so von urtümlichen Lebewesen. Es war die Hochburg der Dinosaurier. Das ist die Geschichte vom Leben, Kampf und Untergang im Denver der Urzeit. Denver, Colorado, liegt genau eine Meile über dem Meeresspiegel. Die Mile High City liegt am Fuß der Rocky Mountains und wird vom 4300 Meter hohen Pikes Peak überragt. Goldsucher drängte es schon 1857 in die Gegend. Doch in Denver kann man nicht nur Gold finden. Im Boden ist auch ein reicher Schatz an versteinerten Tieren aus der Urzeit verborgen. Nur wenige Orte auf der Erde haben eine so bewegte Vergangenheit. In den Sedimentschichten ist die Geschichte von Milliarden von Jahren festgehalten. 3 Kilometer Sedimentgestein, eine Schicht nach der anderen, hat sich hier in Denver abgelagert. Und daraus können wir wie aus einem Buch lesen. Die Geschichte ist in mehrere Kapitel unterteilt und reicht bis in frühe Erdzeitalter zurück. Vor 25.000 Jahren, im Pleistozän, herrschte ein kühles Klima und unsere direkten Vorfahren jagten den Mammut. Vor 37 Millionen Jahren, im wärmeren Eozän, stürzten sich schweineähnliche Säugetiere auf ihre Beute, während es jederzeit zu gewaltigen Vulkanausbrüchen kommen konnte. Vor 66 Millionen Jahren in der Oberkreide bildeten sich die Rocky Mountains. Und die letzten Dinosaurier kämpften in den tropischen Wäldern um ihr Leben, bevor sie endgültig ausgelöscht wurden. Vor 85 Millionen Jahren in der mittleren Kreide stand Denver unter Wasser und gewaltige Seeschlangen beherrschten das Meer. Vor 150 Millionen Jahren im Jura streiften Brontosaurus und Stegosaurus durch Wald und Flur. Während all dieser Zeit war die Landschaft groß.